Hi Leute und willkommen zurück zu Starfield. Im letzten Part sind wir auf die Suche nach einem neuen Artefakt gegangen, das leider irgendwie schon gefunden wurde, mit dem seit 3 Monaten schon rumexperimentiert wurde. Und jetzt gibt es hier Probleme, da wir natürlich mit den Artefakten verbunden sind. Springen wir jetzt zwischen verschiedenen Universen hin und her. In dem einen Universum ist das Forschungslabor, was mit dem Artefakt geforscht hat, völlig in Ordnung. In dem anderen Universum gab es eine Katastrophe, die hier auch passiert ist. Nur in dieser Version, wie man hier sieht, ist noch alles heil. In dem anderen Universum wurde das Forschungslabor zerstört und alle, bis auf eine Person, sind gestorben. Und jetzt versuchen wir irgendwie das Sicherheitssystem abzuschalten, damit wir runter zum Artefakt kommen, um was immer die da am Artefakt gemacht haben, ausschalten können, damit wir das Artefakt mitnehmen können und wir hier nicht mehr hin und her hopsen zwischen den Universen. Frage: Lassen wir den anderen alleine? Ich würde den anderen unten schon gerne retten. Erstmal, das ist meins. Hä? So. Für die Viecher unten brauche ich echt Munition. Ist hier noch was? Und jetzt erschrecken wir ihn zu Tode, weil wir auf einmal hinter ihm stehen. Was? Oh, du bist's. Doch. Das hier ist mein abgesperrtes Büro. So viel zu meinen Sicherheitsmaßnahmen. Sicherheits was? Klar. Den Flur entlang und die Treppe neben dem Atrium hoch. Hier, ich mache die Tür für dich auf. Ist auch besser. Erledigt. Kann ich sonst noch was tun? Gib mir deine Schlüsselkarte. Die Kataxi im anderen Universum. Echt irre. Ich hab da was Experimentelles. Ja, kenne ich. Typisch. Da will man mal nett sein und wird sofort wie ein Weichei behandelt. Schön, dass du mein... Ich bin doch kein Weichei. Tut mir leid. Ich muss es behalten. Für den Fall der Fälle. Ich sollte meine Überzeugungskraft einsetzen. Und ich muss dagegen Monster kämpfen. Was? Das hier ist mein... klar. Hier, ich... Erledigt. Die Kataxi im anderen... Ich hab da was Experiment. Das kann ich nicht. Hey, wir reden doch nur, oder? Ich würde das gern denken. In Ordnung, hier. Wurde noch nie getestet, aber bitte. Schrotflinte, Rare, plus Muni. Also ich habe jetzt dieses automatische Überzeugen gedrückt. Experiment A7. Na guck mal, warum hat meine Legi-Schrotflinte nicht 143 Damage? Okay, warte, warte, warte.
Musst du bestimmt die andere Tür nehmen. Oder auch nicht. Ein Bett zum Schlaf für den XP-Buff. Oder EP-Buff. Das wäre sehr nice. Ich meine, in dieser Welt sind die alle tot. Die brauchen das nicht mehr. Wie lange noch bis zum Level up? Oh, ein Drittel noch. Okay, Emergency. Okay, die schießt sehr langsam. Ich mach's lieber mit dem blöden Ding hier. Ja, fast. Wenn wir so weitermachen, kommen wir irgendwann auch nochmal an. Oh, geschafft. Hey. Bock. Solange nichts mit Clown dran steht, ist es meins. Halt, stopp. Was ist das? Einsteiger? Nein, kannst du behalten. Okay, jetzt können wir uns unterhalten. Sag bloß, du hast dich im Flur verlaufen. Ihr habt einen großen Flur. Also gut, das ist die Steuereinheit der Sonde. Die meisten dieser Steuerelemente reagieren nicht. Ich werde ganz vorsichtig das einstellen, was ich kann. Es ist unmöglich, vorherzusagen, was passieren wird. Pass auf und sei auf alles gefasst. Ich passe zunächst die Energiezufuhr des Elektronenstrahls an. Wir sind bei 93 Teravolt. Kalibriere auf 95, 97, 100. Ach, nichts. Dann mal andersrum. 91, 89. Was zum... Okay, okay. Das sieht sicher aus, aber was um alles in der Welt?
Sieht aus, als wenn sie... Eine Mikroverzerrung. Das Flussmuster entspricht der Verzerrung im Labor. Diese Einstellung macht sie nur irgendwie sichtbar. Hm. Geh bitte in die Verzerrung. Jawohl. Was? Warte. So. Nichts. Nein, warte. Da ist eine leichte Veränderung des Musters. Eine Art Resonanz. Kann ich weg? Was ist das? Also gut, bleib da. Ich drehe die Zufuhr kurz wieder auf. Kalibriere auf 90, 91. Na toll. Kann mich also hinschicken, wo sie will. Cool. Ah, guck mal, ich habe auch eine Steuereinheit gefunden. Nun, ist natürlich die gleiche, nur aus dem anderen Universum. Alles in Ordnung? Also, bei der niedrigeren Einstellung zeigen sich die Verzerrungen. Bei der höheren shiftest du. Klingt viel. Bleib bei der niedrigeren Einstellung. Ich würde dir ja meine Steuereinheit geben, aber du hast wohl schon eine aus dem anderen Universum. Das würde ich mir zu gerne... Okay. Wenn du es zur Forschungsebene schaffst, musst du dich auf den Weg zum Hochenergieforschungslabor machen. Deaktiviere die Sperren und löse die Notabschaltung aus, um die Sonde zu stoppen. Oh, und bevor du gehst, wollte die Direktorin noch mit dir sprechen. Versuch dich nicht wieder im Flur zu verlaufen. Also jetzt können wir das selber beeinflussen, oder was? Ah, wir sehen die Dinger jetzt, warte. Okay. Wir sehen das jetzt immer. Was ist das? Okay, hallo. Okay. Also, alles klar? Wenn du Vorräte brauchst, würde ich Dr. Barakova versorgen. Bevor du gehst, sollten wir noch eine... Wenn dieses Experiment die Ursache für dein Shiften ist, hört es auf, wenn du es beendest. Was passiert dann? Mit dir? Genau. Und wenn du das Experiment beendest, wird die Wahrscheinlichkeitsfunktion zusammenbrechen. Du bist in diesem System der außenstehende Beobachter. Die Realität, in der du dich dann aufhältst, wird real. Die Frage ist, welche wirst du wählen? Müsste ich zwischen mir und Raphael entscheiden, würde ich dich bitten, ihn... Doch als Direktorin dieser Station bin ich für mein Personal verantwortlich. 30 Leute. Leute mit Familie. Du musst dich nicht sofort... Aber jetzt musst du los. Ohne das Netzwerk können wir... Ethan, gib bitte die Aufzugshalle frei. Ma'am, die Forschungsebene ist noch abgerissen. Das weiß ich. Ich... Okay. Erledigt. Viel Glück.
Warum muss ich mich entscheiden? Das sind zwei verschiedene Welten. Ich mache das nur aus und fertig. Ich mache da in der anderen Welt nichts. Ich nehme doch die andere Welt nur als Brücke für die Sachen, wo ich hier nicht weiterkomme. Ich kann doch in der anderen Welt nichts mehr retten. Also ja, ich kann ihn. Gucken, dass ich ihn da rausschaffe. Aber ich kann ja nicht dafür sorgen, dass bei ihm plötzlich wieder alle leben oder hier alle sterben, hä? Nö. Der läuft unten rum, oder was? Tatjana Barakova, ich habe ein paar Medipacks übrig. Danke. Ansonsten bin ich weder Therapeutin noch Psychologin. Ich glaube, ich habe... Ich habe mir gerade 2 und 2 gegeben, ne? Ich gucke jetzt hier rein. Pff. Hatte da noch und da auch. Ich glaube auch du. Nicht nochmal, Fräulein. Gib mir nicht mal ihr ganzes Inventar. Gib mir 2x2. Okay. Wir sollen in die Richtung. Psst. Ja, was? Genau, dumme Bänder. Fass die Ausrüstung nicht an. Vor der verschlossenen Tür stehen. Müssen wir halt die Audi. Welt wechseln irgendwie. Warte. Achso, genau, deren Aufzug geht ja nicht mehr. Und jetzt gehen wir hier rein. Weil in der anderen Welt der Aufzug noch geht. Ja, irgendwie sowas hatte sie gesagt. Guck mal hier in die andere Welt. Da ist brav. Da ist das auf. Na das, aber der Abschnitt ist so cool. Das ist halt so richtig so Sci-Fi-Ding. Sicherheitsabregelung aktiv. Notfallüberbrückungen sind an bestimmten Sicherheitsterminals verfügbar. Oh, hier liegt Trash. Dann müssen wir da reingehen, damit wir da dann auf der anderen Seite sind. Weihnachtsgeschichte.
Okay, und hier. Vielleicht ein Shortcut für zurück. Gehen wir zuerst umgucken. Ja, sieht gut aus. Angreifenden Robert hat mir nichts gesagt. Danke. The hell. Davon wusste ich wieder nichts. Oder habe ich das überhört? Ich dachte, die haben Notfallabriegelung und nicht Überwachungsquatsch. Falsches Universum.
Ich habe meinen eigenen Terminator. Los, Bruder. Räum hier mal ein bisschen auf. Also da, da, da. Okay. Sicherheitsabregelung aktiv. Notfallüberbrückungen sind an bestimmten Sicherheitsterminals verfügbar. Habe ich das nicht gerade gemacht? Ich habe es doch gerade alles abgestellt, oder nicht? Hä? Anscheinend nicht. Melde Feinde in Reichweite. Ist irgendwo eine offene Tür. Was ist das? Danke Leute, danke Leute. Ist die Ananda? Ich habe praktisch nur für die eine Ebene mir ein paar Leute geholt und für die andere Ebene darf ich trotzdem noch weiter kämpfen. Toll. Egal, gibt viele Roboter-Schrott halt. Er ist daneben. Dem Ende. Habe ich hier gerade eine Anomalie übersehen? Okay, ich mach das kurz auf noch, dann kämpfen wir gegen die anderen ganzen roten Bubbles da unten noch auf meinem Kompass. Und dann suche ich mal die Anomalie, die mich dahin bringt. Muss ja irgendeine von denen sein, die hier rum sind. Bis dahin, ciao Leute. Hi Leute und willkommen zurück zu Starfield. Ich habe hier jetzt erstmal nochmal geknackt
Und anscheinend haben wir jetzt endlich mal einen richtigen Revolver und nicht wie die Fake-Revolver, den uns unser Vater andrehen wollte. Plus 20 Schaden bei Robotern. Chance, dass Menschen Medipacks droppen. Okay. Munition aus angereichertem Uran. What the hell? Gefällt mir. Werden immer wilder, die Waffen. Ja, guck mal, das ist doch ein Revolver. Plus 20 Schaden. Ja. Machen wir das weg. Ui. Nice. Okay. Die Anomalie, die uns hier hinbringt. Muss ja nur das. Diese Tür dann auf ist, ne? Wenn hier unten keine ist, müssen wir eine von hier oben nehmen. Moment, hier war doch eine, oder nicht? Da. Gucken, ob die geht. Da runter und da. Hallo? Dürfte ich? Ich hab's einfach nicht gesehen. Machen wir Waffen? Sehr nice. Müllt mir ruhig mein Inventar voll. Okay, ja, dann ist das Labor jetzt. Ja, was machen wir zusammen? Ja. Jetzt müssen wir nur finden. Knöpfchen drücken dürfen jetzt. Hier. Nein. Hä? Hä? Ich habe eine Schlüsselkarte für den Abstellraum bekommen. Okay, den Abstellraum. Dann hier rüber.